Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Brutal Doom Extermination Day. Spaß, natürlich Kicker Hero. Ja. Genau, bevor es losgeht, ne, obligatorisches Überprüfen der Aufnahme. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu... Na naja, gut, ist ein bisschen desynchronisiert, aber sonst geht's. Das ist ja normal. So, was wir tun machen, das hier. Ja, ich habe ein paar Mal auf die Dinger raufgeklickt und die haben sich vermehrt. Bekannte Situation. Oh, ich glaube, der hier ist neu. Ja, wie in der letzten Aufnahme besprochen, probieren wir jetzt einmalig, also erstmal, ne, wegen probieren, gucken, ob es funktioniert, eine Quick Ascension. Booyah, 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 ja, ja. So, jetzt... gucken wir mal. Hallo? Hey, oder? Tja, scheint wohl nicht zu funktionieren, mit, dass wir Rubine nachher Quick Essential bekommen. Ich meine nicht, dass wir unbedingt jetzt Rubine brauchen, aber es wäre halt schon schön, wenn wir Rubine bekommen würden. Dann kommen wir aber keiner. Egal, ob ich noch draufklicke. Egal, warum sind hier gerade so viele. Ich mach die mal alle weg hier. Die gehen mir gerade bis auf den Sack. Alle weg hier. Alter, wie viele? Viel funny. So, genau. Quick Ascension haben wir gemacht. Also quasi eine Ascension. Nur, dass sie relativ schnell ist. Ja, so ungefähr. Das heißt, wir können jetzt direkt weitermachen. Yay! Oder auf Benno zu fahren. Yay! Gut, zugegeben, das bringt das nicht allzu viel, weil ich meine, ja, zwischen der Aufnahme und der nächsten Aufnahme wäre sowieso ein ganzer Tag gewesen. Aber okay, das ist egal. Also ein ganzer Tag, Quatsch, also 8 Stunden. Aber, das ist sowas von egal. So, mal gucken, was wir hier haben. 10%, ja gut, okay. Bisschen Gold. Oh, sogar ein bisschen viel Gold. Ich glaube gerne. Ein Relikt und ein Ruby. Ach, Achievement. Was? Egal. Nein, da. Hier ist etwas Schönes. Dora. Klick. Also wenn, dann bitte schon irgendwie was von, weiß nicht, sowas wie Komamakamaru. Etwas, was sich halt wirklich lohnt, aber es ist alles nicht so Dreck, ey. Es ist alles scheiße. Scheiße. Hass ich. Wie die Pest. So. Wir können. Ja, erstmal gucken. Achso, siehst du, hat er jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht. Er zählt jetzt einfach weiter, kann das sein? Ja, erzählt es einfach weiter. Scheiß die Wand an. Ach, hier haben wir so Dinge. Aber wie gesagt, wir kriegen halt keine Rubine mehr. Das heißt, das Rubinenlimit wird nicht zurückgesetzt. Schade eigentlich. Ich mach mal. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, ich mache doch eine richtige Ascension. Schade drum um die Rubinen, die ich gerade verschwendet habe, aber pff, ganz ehrlich, fuck off. Wir haben so viele Freirubine. Wir haben eigentlich quasi nur noch freie Rubine. Ja, komm her. Ja, komm. Dann haben wir nämlich... Ah, siehst du, wir kriegen schon wieder die nächsten freie Rubine. Ha, ist ja alles... Oh, und wir kriegen sogar Geld. Das ist aber schön hier. wir haben quasi so viele freie Rubine. Da ist das egal. Eben, bei richtigen Missionen kriegen wir wenigstens wieder Rubine. gut. Wo waren wir? Wir waren hier. Erstmal hier klar Schiff machen. Bam. Bam. War das klug? Egal, kann ich das später umgelten. So. Und dann würde ich mal sagen, da noch ein bisschen und hier noch ein bisschen. Einfach weil es schön ist. Halalala. Oh, jetzt wird es langsam teuer. Oh, ich sollte mal weitergehen.
Dann könnte ich es mir auch leisten. So, okay, wir machen erstmal hier, während das Ding hier ein bisschen hochlevelt, unser Agent, genau hier. So, Q. Wir haben 7E21. Das ist schön. Das freut mich. Das heißt, ich guck mal ganz kurz. So, ich mache erstmal alle auf 1E10. 1E10 klingt in Ordnung. Ey, mittlerweile lohnt es sich fast mit diesem V zu arbeiten. Einfach, weil man hier so oft am Klicken ist. Dass man eher durchs Klicken noch einen Fehler macht hier. Doch, die ist ja schlimm. So, hier auch noch auf 1E10. Dann haben wir schon ordentlich was ausgegeben an Hero Souls. Ja, wobei geht eigentlich. So, wir können locker noch. Warte mal kurz, wenn ich jetzt 1, das nächste kostet 2. Heißt also insgesamt, also wenn ich jetzt auf 3E10 raufgehe, müsste ich 4E20 bezahlen. So, das wären also insgesamt mindestens, also genau, so ziemlich genau 2E21. The question ist, lohnt sich das? Ich mache mal die beiden starken, ne, auf jedenfalls 3E10. Die uns aber Gold bringen, die lasse ich mal auf 2E10. Also die drei hier. Die mache ich mal auf 2E10. So, dann gucke ich mal hier, Knockout, den noch ein bisschen hochleveln. Finde ich gut so. So, jetzt aber zuallererst unsere ganzen Agents. Hallo, was ist hier los? Wir können nicht unsere Angel. Jetzt muss noch teurer. Ich mache 65. So. 65 ist gut. Dich mache ich auch mal auf 65. Ich könnte sogar noch ein paar Level aufbauen. Ich meine, bei ihm nutze ich das jetzt nicht bei einzelnen Levels, aber bei Kumafakamaru, bei Admin könnte sich das sogar lohnen, mit noch einzelnen Levels draufklatschen. Sieben, neun, zehn. Ich lasse ihn erstmal so. So, die anderen können wir hier eigentlich auch auf mindestens 55. Komme ich hier alle auf 65, ganz ehrlich, das kostet ja mittlerweile nichts. Nur weiter hochleveln, das wird dann teuer. Wie gesagt, jetzt ist die Frage, ob sich das. Also zwei Level könnte ich noch machen. Die Frage ist, lohnt sich zwei Level bei 65 Level bereits? Ich lasse es erstmal. So, 65 ist gut. Dann haben wir hier unten noch einen. Den machen wir auf 60. So, und die anderen sind alle gelevelt. Okay. Dann gucke ich mal, dann lasse ich mal meinen aktuellen Plan wieder ab. Achso, bevor ich hier irgendwas absegne. Mal hier noch ein bisschen weiter leveln, ne? Also. Du zum Beispiel, du zum Beispiel und du zum Beispiel. Alle anderen sind auf 200? Ja. Sehr schön. Dann alle Upgrades kaufen. So. Und Dankeschön. So, jetzt können wir immer noch machen hier mit Speichern. Ja, immer her damit. Genau. Einmal überschreiben bitte. Warum auch nicht? Und dann gucken wir einfach mal, was er dazu sagt. Garantiert hasst er mich. Was ist das denn jetzt so? Ach so, Quatsch. Ja, weg. Was? Digga, wie viel Hero Souls will der ausgeben? Der will einfach alle auf 4 ziehen. Ist der bekloppt? Das ist doch teuer. Oh, wir haben die alle sogar schon. Okay, Admin, ja, aber die sogar schon. Digga! Nö, ne, also damit bin ich nicht einverstanden. Kannst du mal knicken.
Alter, 1? Das ist ja. Also, ich. Okay, gut. Andererseits, ich meine, hier würden wir halt, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, wir würden halt hier das doppelte Gold, hier nochmal das doppelte Gold und hier nochmal das doppelte Gold. Heißt, also, es ist insgesamt das achtfache Gold verdienen. Was uns natürlich dann schon ein bisschen weiterbringen kann. Und vor allem halt Argive, also unsere Stärke, ne? Hier um ein Drittel, hier nochmal um ein Drittel und ein Drittel mal ein Drittel sind, naja, mindestens anderthalbfach so viel. Na gut, und anderthalbfach so viel plus das achtfache an Gold, dafür aber nur die halbe Stärke. Das wäre also auf Teufel komm raus ungefähr, naja, ein 0,7tel unserer jetzigen Stärke, also weniger, dafür aber wesentlich mehr Gold. Die Frage ist halt, lohnt sich das? Hätte ich jetzt persönlich eher nicht gemacht, aber wenn er es mir so extrem empfiehlt, weiß ich nicht. Ob sich das denn wirklich lohnt? Ich würde es halt gerne so lassen. Weil es hier sogar weniger als die Hälfte. Eben, wir haben 5 und haben danach nur noch 2. Wir haben also ein 2,5-Tel. Kann ich mir echt fast nicht vorstellen, dass das achtfach Gold das Ganze so rausreißen soll denn. Aber ich denke mal, ich unterschätze mächtig die Wirkung des Goldes vielleicht. Okay, weißt du was? Bevor ich hier lange rum überlege. Ich glaube mal, bei den beiden, das mache ich auf jeden Fall mal. Ne, hier ein drauf und hier ein drauf. Damit gehe ich d'accord. Oh, Ruby, leider nicht. Aber ich glaube mal, die hier in der Mitte, die lasse ich. Oder ziehe sie auf maximal auf 3. So. Ach. Ein Hurensohn. Ein Hurensohn. So, okay. Achso, ja, hier, ne? Hopp, hopp. So. Das bringt viel mehr als alles, was ich gerade gemacht habe an Heroes Holds. ja. So, ansonsten, was hat sich noch so getan bei mir? Ja, eine ganze Menge. Mein Basic Clicker hat die erste stabile Version. Was heißt das? Ehrlich gesagt, vieles. Also, ich meine, wir können uns ja mal unser Changelog, also mein Changelog mal durchgucken. Habe ich das irgendwie mal drin? Ja, habe ich. So. Hab da nämlich ein bisschen rumgedoktort. Und mein Programm ist jetzt mittlerweile tatsächlich brauchbar fertig. Also so weit fertig, dass man damit echt spielen kann. Bin ich jetzt selber ein bisschen stolz drauf. Oh, ne? Was hinzukam, hier, also die Sachen, ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Genau, das hatten wir hier, das hatten wir im Video gemacht. Dann habe ich noch ein bisschen an der GUI gefixt, weil das mit der, ne, hattet ihr gesehen gehabt, wo ich rumgescrollt hatte, wurden hier die falschen Werte angezeigt. Das wurde halt ne, nach dem Scrollen gefixt. Dann habe ich jetzt endlich mal Safe Game Support Unterstützung. Noch kein Idle. Ne? Also wenn das Spiel zu ist und sich wieder öffnet, seid ihr genau an dem Punkt, wie ihr gespeichert, also beendet habt. Das heißt, ihr offline Progression gibt es noch nicht. Das ist ja der nächste Schritt. Aber zumindest wird der aktuelle Stand gespeichert. Ja, da habe ich auch noch ein bisschen beim Bossfights. Da hatte ich gemerkt, wenn man Auto drin hat,
und zum Boss kommt, ich weiß nicht mehr genau, was da nicht gestimmt hat, aber irgendwas hatte da nicht gestimmt. Weswegen das mit den Bossen und mit dem Auto-Forwarding und überhaupt Forwarding nicht ganz so geklappt hat. Weil halt meine gesamte nächstes Level-System auf immer 10 Monster abgestimmt war. Und der Boss aber aus der Reihe getanzt ist, weil es immer nur ein Boss pro Level war. Und das muss ich halt ein bisschen fixen. Und ja, dann habe ich jetzt aber noch weitere Sachen hinzugefügt. Das heißt, man kann jetzt, wenn man halt, wie gesagt, ne, es gibt einen Boss und etwas, was ich hier nicht drin stehen habe, was aber dennoch wichtig ist, es gibt es genauso wie bei Clicker Hero, immer wenn man ein Monster umgebracht hat, dann hat man danach eine halbe Sekunde Wartezeit, bis das nächste Monster auftaucht. Genau. Dann können wir mal weitermachen hier. Oh, ne? Siehst du, ihr macht es genau da weiter, wo ich das Programm gerade beendet habe. Bin Level 49, mein Cache wurde gespeichert, alles dies, das, jenes Schöne. Die Helden, die ich bereits gekauft hatte, wurden gespeichert, alles gespeichert. Geil. Es gibt jetzt, ne, Auto-Forwarding war ja schon davor da. Wie gesagt, jetzt funktioniert das auch mit dem Boss richtig. Halt also, bam, geht automatisch weiter. Wenn ich den Boss nicht schaffen sollte, dann wird das hier automatisch deaktiviert. Er geht ein Level zurück. Das habe ich jetzt auch hinzugefügt. Man kann jetzt auch ein Level zurückgehen, nicht nur vorgehen. Und man kann auch auf Level 0 zurückgehen. Ne? Möchten Sie wirklich zu Level 0 teleportiert werden? Sie müssen dann halt, also man muss dann halt komplett natürlich neu kämpfen. Weil, was mein Programm halt nicht hat, ist, dass wenn man quasi ein Level zurückgeht, er sich trotzdem speichert, wo man bereits war. Und man dann quasi auch wieder nach vorne teleportieren kann. Das geht nicht. Das heißt, man muss alle Monster neu bekämpfen, wenn man einmal zurückgegangen ist. Aber es wird halt nur das Level zurückgesetzt. Das heißt, man behält sein Geld, die ganzen Helden und alles andere behält man halt. Genau. Machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, von daher, wie gesagt, ne, sieht man schon. Ich kann jetzt auch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Oh. Da sieht man, auch wenn es ultra schnell ist, hat man halt genauso wie bei Clicker Hero immer eine halbe Sekunde Wartezeit, sodass man das nicht nutzen kann, weil davor war halt, je weiter man im Level zurückgeht, also desto schneller man die Monster tötet, desto effizienter wird das Ganze. Ist jetzt natürlich nicht mehr, weil diese halbe Sekunde, genauso wie bei Clicker Hero, diesen Workaround quasi fixt. Ja, in der halben Sekunde könnte ich jetzt auch noch so eine Sterbeanimation einfügen, aber das ist dann alles Grafikspielerei, das kommt erst viel, viel später. Erstmal konzentriere ich mich auf die Funktionalität. Und die ist jetzt gegeben. Hä? Momentchen mal. Ups, ich hab einen Toggle-Button hingemacht, statt einen normalen Button. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen witzig. Okay, dann öffne ich gleich mal wieder Pure Basic. Wow. Gleich mal ein bisschen Bugfixing. Schön. Schönes Ding. Schönes Ding. So, ja. Das heißt, wie gesagt, er geht jetzt automatisch so weit, wie ich komme. Genau. Man kann das Ding halt auch minimieren. Und wenn er irgendwann beim Boss hängen bleibt, dann wird jetzt automatisch wieder automatisch deaktiviert und man geht zum nächsten vorherigen Level dann quasi zurück. Also so wie man es auch aus Clicker Hero kennt. War aber von der Implementierung her relativ schwer. Ja, also nicht schwer, aber ich musste ein bisschen überlegen, wie ich das halt mache, damit, weil wie gesagt, ich will ja mein Programm möglichst modular haben und das möglichst modular zu halten, sodass immer noch alles schön an sich getrennt voneinander ist, war halt so ein bisschen schwer. Mein Programm bekommt langsam gewisse Komplexität. Und jeder weiß, umso komplexer ein Programm wird, desto schwerer wird es, neue Features hinzuzufügen. Und genau bei dem Punkt bin ich langsam. Mein Programm ist langsam so verstrickt, dass ich aufpassen muss, wenn ich neue Sachen hinzufüge, dass dabei kein Code-Kauderwelsch steht. Das ist gar nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach. Ich habe mal gucken, bis zu welchem Level ich das gerade schaffe. Da bin ich aber ein bisschen gespannt. Und ja, das Speichern ist derzeit noch komplett in der normale INI-Datei. Das heißt, das Speichern ist in Klarformat.
Wobei tatsächlich alle internen Variablen, die das Programm intern genutzt, was die das Programm intern nutzt, werden auch gespeichert. Allerdings kann man jetzt nicht sagen, okay, cool, kann ich ja im Safe Game das hier von 10 auf 0 setzen oder ja, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Weil es werden zwar alle Variablen gespeichert, aber es werden nicht alle beim Programmstart wieder eingelesen. Das heißt, eingelesen wird derzeit nur die Total Clicks. Muss ich. Achso, kann man einfach im Quellcode gucken. Total Clicks auf jeden Fall, dann halt der, das aktuelle Level, Cache und was noch? Genau, mehr nicht. Total Clicks, Level und Cache wird geladen. Und dann halt die aktuellen Status von den Helden. Das ist quasi das, was man hier unten sieht. Held 0, Held 1 und so weiter und so fort. Genau. Ja, Safe Ending, nein. So, was ich jetzt noch machen muss, Naununana, das habe ich jetzt komplett vergeigt. Button. Das Ding muss natürlich raus. Das ist kein Toggle-Button, sondern ein normaler Button. Danke dafür. Compiler, ich will Table erstellen und gib ihm. So. Zugriff verweigern? Ach scheiße, Windows, Alter. Unter Linux geht das problemlos. Ja, ich weiß, ich benutze gerade Linux, aber das ist ja Wine. Und bei Wine geht das nicht. Weil bei Wine natürlich die Windows-Regeln gelten. Das heißt, ich muss dich jetzt mal ganz gut schließen. Jetzt kann ich das Executable erstellen. Bam. Jetzt kann ich das wieder öffnen. Bam. Und weiter geht's. Level 84. So, ab jetzt müsste es. Genau, jetzt ist es endlich normaler Button. Sehr schön. Gut. Hätten wir das auch geklärt. So, Auto wieder rein. Ja, ich muss hier unten noch gucken. Das läuft hier ab und zu so ein bisschen unsauber. Hier sieht man, jetzt rennt die Zeit auf einmal. Also am Anfang ist sie langsamer und dann wird sie schneller. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah, seht ihr? Jetzt bin ich automatisch wieder Level zurückgegangen und ja, kämpfe wieder gegen die normalen Bossen. Normale Monster. Allerdings habe ich es bei mir auch designtechnisch so gemacht. Wenn man manuell zurückgeht, guckt man hier unten auf die Zahl, 10 von 10 Monster, wenn man jetzt manuell zurückgeht, hat man auch wieder 10 von 10 Monster bereits. Das heißt, wenn man einmal zurückgeht, kann man auch direkt wieder weitergehen. Aber wenn man, ja komm, kämpfe jetzt gegen Monster. Langweilig. So, nächstes Level. Also ich kann einfach mal Auto reinmachen. Dann kann ich euch mal zeigen, was beim Boss passiert, weil wenn man nämlich beim Boss, also gegen den Boss kämpft und da verliert und man quasi automatisch zurückgesetzt wird aufs vorherige Level, dann muss man das vorherige Level auch komplett wiederholen. Heißt also auch alle 10 Monster in dem Level, bevor man dann wieder gegen den Boss kämpfen kann. Habe ich einfach so, fand ich so geil und siehst du, fängt bei 0 an. Das heißt, man muss jetzt erstmal wieder alle 10 Monster bekämpfen, bis man dann wieder zum Boss gehen kann. Hatte ich irgendwie so die Idee, dass es so vielleicht besser ist. Und ja, habe es auch so implementiert. Ist halt so. So, und jetzt kann man zum nächsten nochmal Boss probieren. Was natürlich nicht bringt. Man muss ja vorher Helm kaufen. Ne? Ja, ich hatte halt so die Idee, so Art Bestrafung, wenn man einmal den Boss verloren hat, dass man quasi die Schande ertragen muss, keine Ahnung. Und man deswegen erstmal warten muss, bis man wieder gegen den Boss kämpfen darf. So in die Richtung. War meine Überlegung quasi. Und ja. So, wir haben 900. Also können wir hier ein paar Level kaufen. Und schon dürfte der Boss kein Problem sein. Boah. Guck mal, wie der Hauptbalken hier weggeht, Alter. Zerfickt. Yay. Ach ja. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Also bald werde ich jetzt auch ein Let's Play machen. Ach Gott. Wie gesagt, der Vorteil ist, jetzt kann man hier auch wirklich richtig spielen, weil es halt auch ein Safe-Game gibt. Das heißt, man kann es auch speichern und später weiterspielen. Das war ja eigentlich so, ne? Eigentlich super easy. Ich dachte, das wird viel aufwendiger, aber eigentlich war es halt super easy. Weil alles, was ich tun musste, war, ich definiere am Anfang die ganzen Variablen und setze die ganzen Variablen halt auf Standardwerte. Heißt also, man beginnt mit Level 1 natürlich. Man hat am Anfang kein Gold natürlich. Man hat am Anfang, ja, Klickschaden ist
undefiniert, und undefiniert heißt bei Pre-Basic generell mit 0 initialisiert. Also wäre das das gleiche wie das. Und ja, eigentlich ist das aber alles, was wichtig ist. Das heißt, ich könnte einfach genau diese Variablen speichern beim Programmende. Das heißt, ich habe beim Programmende, ne, da war bisher einfach nur Programm beenden. Und jetzt habe ich hier halt eine, dass die ganzen Variablen halt gespeichert werden in die Konfigurationsdatei, also SaveGame quasi. Und beim Programm Start, wenn eine solche Datei vorhanden ist, auch einfach geladen werden wieder. Bumm. Schon konnte ich den Fortschritt speichern. So einfach geht's. Yay! Ja. Das ist so dieses typische Programmierer-Syndrom. Wenn man so eine Idee hat, ich könnte das implementieren. Da macht man sich jetzt erst so Gedanken. Ach, scheiße. Ein lebendes Organismus speichern und dann wieder herstellen, sodass es weiterleben kann. Das ist ein biologisch-wissenschaftlicher Kraftakt. Ich glaube, da muss ich mein gesamtes Programm komplett umschreiben. Am besten schreibe ich es komplett neu. Das wird sein. Ich werde das gesamte Universum neu erfinden. Ja, und da wird es einfach nur das hinzufügen, am Ende nochmal das hinzufügen. Das war's. So macht Programmieren Spaß. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Genau. So, ja, hier macht alles fleißig vor sich hin, so wie es soll. Können wir mittlerweile auf Webfetwet umsteigen? Nee, noch nicht. Schade eigentlich. We have a eye. We have a apple. Eye apple. Okay, ist ja gut jetzt. Genial. Das habe ich heute schon abgeholt, ne? Genau. Weil morgen werde ich definitiv keine Transcension machen. Also wenn wir eine Transcension, ich meine, wir sind ja derzeit gut im Lauf. Wir sind echt gut im Lauf. Wir haben hier E5, hier auch fast E6 und hier jetzt auch wieder fast E6. Oder, nee, wir haben jetzt sogar fast, ja doch, genau, fast E6. Wenn wir jetzt hier Quartett hätten, bis hier vorne statt der 7 und 9 ist, hätten wir genau auch 1,6 gehabt. Also 1,6, wow, E6. Von daher läuft eigentlich derzeit relativ gut. Lol, eigentlich geil. Na gut. Ja, auf jeden Fall, die nächste Transaction ist also noch ein bisschen in Ferne. Ja. Von daher. Alles gut. Alles gut. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann auch für diese Folge. Dann können wir eigentlich das so belassen. Der editet dann bis morgen durch und morgen früh heißt den Dritten Weltkrieg. Easy. No problemo. Jetzt ist auch schon der Gok da. Der Doc Cock. Gut, der kommt jetzt 235, da schaffen wir jetzt wahrscheinlich, obwohl. Es geht ratzfatz, hallo? Vor allem, weil wir halt in den Anfangsleveln halt nur zwei Gegner haben. Immer pro Level. Das ist halt schon heftig. Schon echt heftig. Das heißt, vielleicht schaffen wir es bis wird doch noch relativ zügig. Ich nehme hier schon mal den Autoklicker runter. Bam. Und tu mal warten, bis er hier ist. Ach ja. Eigentlich kann ich hier schon jeweils 100 Level kaufen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Haben wir die Dinger auch schon mal. Bringt uns zwar jetzt persönlich... Eigentlich können wir die auch komplett rauslassen. Weil wie gesagt... Okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Alles gut. Ich habe gerade deren Effekte mit seinen Effekten verwechselt. Weil ich dachte gerade, er ist halt hier, um Betty Clicker zu skillen. Und er ist, um King Medea zu skillen. Und da wir die beide nicht benutzen, brauchen wir die beiden Skills auch gar nicht. Aber eben, King Medea und Betty Clicker wird ja durch ihn befördert. Und nicht durch die beide. Von daher, die machen ja allgemein Gold und allgemein Schaden. Also sind die gut. Die brauchen wir. Auf jeden Fall. Also, wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie
seltsame Sitten an den Tag legen hier, ne? Meine Damen und Herren. So, gleich haben wir es geschafft. 6E6, also 6E36. Ja, gleich. Guck, wie die Zahl ansteigt. Alter, man kann einfach zugucken, wie die Zahl das hier das erreicht. Bumm, 1E6, 2E6. Alter. 3E6. 8E6, bumm, okay, das war's. Zerlegt. War wohl gerade eine Kiste oder sowas. Also eine Goldkiste. So, jetzt können wir auch umgilden. Und das ist quasi genau das, was ich halt immer offscreen mache. Einfach umgilden. Bam. Easy. Fertig. Tada. Gutchen. Hätten wir es auch. Und dann würde ich mal sagen, sieht man sich irgendwann wieder. Und dann, ja. Bis dann.